Emanuel Buchmann, heute eine sehr, sehr interessante deutsche Meisterschaft. Ihr habt den Titel geholt, aber das war ein hartes Stück Arbeit. Vielleicht kannst du uns ein bisschen sagen, wie das Rennen lief. Ja, unser Ziel war heute, das Rennen wieder richtig schwer zu machen, so wie die letzten Jahre auch. Ich denke, das ist schon sehr gut gelungen, wo wir dann zu dritt, oder ja, mit Nils, mir, Schachi hat gewonnen dabei. Wie? Schachi hat gewonnen. 13 Glückwunsch. Ja, wo wir dann mit mir, Schachi und Nils und Georg vorne waren, dann war es eigentlich die perfekte Situation. Ja, am Ende haben wir dann versucht, eigentlich an Georg loszuwerden, Max und ich, aber der war da extrem zäh, muss man sagen. Und ja, dann haben wir gewartet auf Bogi und Nils wieder von hinten und dann, ja, mit unserer Überlegenheit haben wir das dann taktisch gut gemacht, würde ich sagen. War das dann die Idee, dass wenn auch Jonas Koch von hinten noch mit dazukommt, dass ihr dann gucken könnt, dass ihr den vermeintlich stärkeren Berg auf den Georg Zimmermann loswerden könnt? Ja, wir haben einfach geschaut, dass wir noch überlegener sind. Also nicht nur 2 gegen 1, sondern 4 gegen 2 oder halt. Das war dann nur kurz? Genau. Und ja, ich denke, das haben wir so perfekt gemacht und wir haben schlussendlich gewonnen. Ich denke, da können wir zufrieden sein. Für dich war es heute sicher auch ein ganz wichtiger Test in Richtung Tour de France. Wie ging es dir heute? Ich muss sagen, ich habe mich echt sehr gut gefühlt. Also ich war mir nicht ganz sicher, wie es jetzt aus dem Training raus lief. Ja, ganz so einfach war das jetzt doch nicht seit dem Giro, aber habe mich heute sehr gut gefühlt und denke, das war das Wichtigste für mich. Danke.